Hallo und willkommen zu einer neuen Folge bei unserer Familie Fox, die ja im Urlaub ist zurzeit. Und zwar beim Mount Komrebi. Wir wollen ja dann auch noch Bergsteigen gehen und unsere Catalina, die sich ja noch ganz neu hier in der Familie einfinden muss, hat sich gerade ein Frühstück gegönnt. Ja, das war wohl sehr lecker, so glücklich wie sie schaut. Bevor es aber losgeht, möchte ich dir herzlich danken, dass du dir dieses Video anschaust. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Falls das noch nicht geschehen ist, dann lass mir gerne ein Abo oder einen Daumen nach oben da. Das hilft nämlich meinem Video sehr stark, beziehungsweise das pusht meinen Kanal so richtig voran. Valencia ist auch gerade aufgewacht, das ist echt noch früh. Oh, und du brauchst hier erstmal Hydration, aber das wirst du hier oben... Oh doch, hier ist eine Dusche. Kurze Dusche. So. Ja, sie ist eine Meerjungfrau, sie muss hier sehr viel bewässert werden. Gibt es denn hier einen Computer in diesem Haus? Nein. Weil wir brauchen Kletterausrüstung. Aber ich glaube, gibt es im Onsen einen Computer? Hatte jemand einen Laptop von euch? Die Catalina hat nichts. Valencia? Wieso hast du Milch denn dabei? Tut die weg. Ja, Valencia hat einen Laptop. Kannst du mal hier kurz aufstellen. Und der ist ja kaputt. Catalina, magst du mal reparieren, solange Valencia noch in der Dusche ist? Was hat sie denn damit gemacht? Ja, Catalina richtet es jetzt erstmal wieder. Alle anderen schlafen ja noch. Valencia ist hungrig. Schau, hier ist doch der Kühlschrank. Könnt ihr doch auch hier mal ein schönes Frühstück. Keine Ahnung, ob man das Gericht zum Frühstück isst. Ich glaube eher nicht. Aber egal. Lecker, lecker. So. Kriegst du es hin, Catalina? Spulen wir mal etwas vor. Oh, der Kenua ist auch aufgewacht. Und er will gleich mal mit der Valencia plaudern. Das darfst du ruhig machen. Der Papa ist wach und es setzt sich auf Catalinas Platz. Arme Catalina. Oh, die beiden haben auch eine schöne Beziehung zueinander. Bauchschmerzen verlache wegen Spaßvogeldynamik. Wenn sich Knorr mit einem anderen lustigen Familienmitglied in einem Raum befindet, sind Lachkrämpfe vorprogrammiert. Er muss bereits kichern, wenn er nur an ihre Insiderwitze denkt. Ja, das passt ja den beiden irgendwie. Catalina ist kalt. Ja, kein Wunder bei dem Pyjama, den du hier hast. Der ist auch eher auf Inselbewohner zugeschnitten. Schaffst du es, Catalina? Irgendwie fummelst du an dem Rechner schon lange rum. Tja, womit verbringt ihr jetzt die Zeit, bis Catalina hier soweit ist? Knorr hatte doch solche Kletterbücher, oder nicht? Ja, hat er. Klettern. Gib mir mal der Valencia welche. Ich hoffe nur, dass die dann die Bücher nicht ins Bücherregal tun, weil das sind unsere Bücher. Klettern Band 1. Du darfst das schon mal lesen, Valencia, weil du kommst mit. Rechnungen? Okay, Noah, willst du es mal schnell hier übers Handy bezahlen? 22.000 hier, also 23.000 eher, schon fast. Papa bezahlt Rechnungen. Valencia, was machst du mit dem Buch? Habt ihr das gesehen? Valencia, ich habe noch nie gesehen, dass ein Sim das macht. Oh, die kleine Maus ist auch aufgewacht. Hallo. Und die anderen Mäuse schlafen alle noch. Ja, ihr dürft schlafen. Enya, wie sieht's mit deinem Geburtstag eigentlich aus? Oh, die hat Geburtstag, stimmt. Geburtstagskuchen. Oma muss sowieso aufstehen, sie muss aufs Klo. Omi steht auf und geht hier mal kurz pieseln und dann backt die Oma mal den Kuchen, weil die arme Oma immer solche Sachen machen muss. Backen. Mach eine Schokotorte. So als Kind will man doch eine Schokotorte meistens. Knorr, was machst du? Du wartest ja auf bessere Zeiten. Du kannst ja diese Reste hier mal essen, die jemand hier liegen lassen hat. Ja, wir sind eine Familie, das ist nicht eklig. Catalina, irgendwie schaffst du das nicht. Kann es sein? Ja, du darfst das mögen. Aber vielleicht lässt du mal den Knorr hier ran. Irgendwie kommst du da nicht vorwärts, meine Liebe. Ja. Du kannst dich mit Samira hier anfreunden. Genau. Knorr richtet's gleich, wenn er aufgegessen hat.
So, Knorr, kannst du es richten? Ach so, du wirst es erwaschen. Okay, du bist gut erzogen. So. Weil wir wollen Kletterausrüstung kaufen. Wäre schön, wenn wir das heute noch hinkriegen würden. Bevor der Tag auch vorbei ist. Nein, Catalina ist krank. Dann bleibt Catalina hier. Knorr kriegt sie irgendwie auch nicht hin. Der Rechner ist irgendwie verbuggt. Lass mal den Rechner kurz in Ruhe. Okay, war nicht Catalinas Schuld. Der ist irgendwie nicht reparierbar. Tu den in den Inventar. Hast du noch einen anderen Rechner dabei? Hier ist noch ein Rechner. Ja, der funktioniert. Okay, nehmen wir den. Der andere ist verbuggt. So, Bestellung. Geht das über Bestellung? Zubehör bestellen? Du brauchst ja auch ein Zelt und alles. Ein Fahrrad. Schlafsack. Ja, unter dem freien Himmel wollt ihr vielleicht nicht schlafen, oder? Wir nehmen lieber ein Zelt mit. Ich glaube nicht, dass es geht, wenn das Schnee ist, dass die einfach im Schlafsack da liegen. Eine Taschentüte. Kostet nur 1000. Naja, wir haben das Geldzelt des Widerstands. Zelt für Anfänger. Zelttuchkabine. Hier, das ist das Zelt von Montgomery. Wir nehmen das mit. Wir nehmen mal zwei mit. Wir sind einige Sims. Wir nehmen denn alles mit. Wir nehmen den Knorr mit. Nalani sollten wir eigentlich auch mitnehmen. Ja, nehmen wir halt drei Zelte. Wobei, wenn Catalina nicht mitkommt, dann haben wir die Debbie, den Knorr, die Nalani und die Valencia. Vier Sims. Und mindestens zwei Sims passen in das Zelt rein. Also reichen zwei Zelte. Oder? Ja. So, aber Kletterausrüstung haben wir hier nicht. So, haben wir das? Bestellung. Aber irgendwo konnte man doch auch diese Sachen. Hier, Abenteurerausrüstung. Kaufen. Ich mach's besser einzeln, weil die Sachen kann man, glaube ich, nicht richtig rüberschieben. Was ist Notfall? Emetikum, wenn du dieses hinreichen kannst. Wenn du diese Medizin trinkst, werden durch die giftigen Stiche der Riesenhornisse verursachte Schmerzen sofort gelindert. Gibt's hier Riesenhornisse? Also Wasserfälle nimmst du mal ein paar mit, du bist eine Meerjungfrau, du brauchst es. Aber wo ist denn hier die Kletterausrüstung? Das ist eher von Salvadorana, die Sachen. Aber wir nehmen hier mal so ein paar Fläschchen mit. Oder muss ich unter Haushalt gehen? Nö. Ah, okay, ich darf nicht auf Abenteuerausrüstung gehen, sondern Kletterausrüstung kaufen. So. Nimmst du eine Kletterausrüstung? Dann die Valencia braucht eine, die Debbie auch. Müsst ihr dafür einen Computer? Nö, oder? Der Kuchen ist fertig. Ja, und die Oma braucht hier auch eine. Achso, ihr müsst dafür doch an Dings gehen. Und die Oma hat doch den Kuchen gemacht. Hast du den jetzt im Inventar? Ja, hat sie. Stell den Kuchen doch mal hier so hin. Mach schon mal die Kerzen drauf, dass kein Sinn das anfressen kann. Ja, küsst du mal hier deine Freundin Valencia. So, den Rechner mal dahin getan. Valencia müsste jetzt so eine Ausrüstung haben, oder? Ja. Der Knorr, hast du eine? Der hat so viel Zeug über die Jahre gesammelt. Ach, wir hatten ja noch ein Zelt. Nee, du hast keins. Oh, Marceline will abhängen. Es tut mir leid, Marceline, wir können nicht. Wir verschieben das. Okay, dann muss Papa jetzt bestellen, weil ich dachte, die können das wie die anderen Sachen bestellen, ohne am Computer zu sitzen. Aber anscheinend müssen die dafür doch sitzen. Ja, ja, ja. Kannst du das in Inventar tun, Valencia? So, Papa hat bestellt. Dann die Debbie. Hast du schon so eins? Wie viele Sachen die Sims mit der Zeit im Inventar haben, das ist unglaublich. Nein, du hast noch keines. Dann musst du jetzt noch das bestellen. So, jetzt noch die Oma. So, Enya wird älter. Yay. Wie sieht's mit deiner Erziehung aus? Ja, ja, das ist okay. Du darfst älter werden. Etwas wünschen.
So, dann kommen alle hierher. Oh ne, nicht Stopp sagen. Hier hingehen. Hier hingehen. Hier hingehen. Ja, die Enya darf sich jetzt nämlich was wünschen. Ja, Enya, du darfst die Kerzen auspusten. Wird zum Teenager. Ah, wie sich alle freuen. Und da ist sie älter geworden. Die Enya. Enya hat ein Bonusmerkmal erhalten. Du findest alle ihre Bonusmerkmale in der Simologie-Leiste. Teenager sein, Liebesqualen, verschwitzte Sporthosen und hormonelle Veränderungen warten. Steig am besten in die Stiefel. Der Ritt beginnt hier. Ein Bestreben für Enya. Oh. Ich habe doch keine Ahnung, was wir mit ihr machen sollen, um ehrlich zu sein. Die Teenager-Bestreben finde ich blöd. Wir machen ihr einfach mal Vermögen. Das kann man immer. Ah, Marktmagnatin. Einen gewinnbringendsten Essensstand führen. Das finde ich übrigens nicht schlecht, weil ich habe mir überlegt, vielleicht spielen wir doch mit Enya das neue Pack, wenn es rauskommt. Ja, da müsste man aber Pferdeliebhaber ändern. Merkmal. Was nehmen wir für Enya für ein Merkmal? Ich finde es lustig, Bro bei ihr zu geben. Weil sie so ein bisschen, ja, so eine Taffe auch ist, oder? Das passt so ein bisschen, dass sie dann so, ja. Dann können wir sie eigentlich gleich mit auf den Berg nehmen, fällt mir gerade ein. Enya ist älter geworden. Aber da muss ich sie noch kurz umkleiden. Das dauert aber nicht so lange. Das schalte ich bei euch sowieso hier auf Schnelllauf. Aber hübsch ist sie geworden, soweit ich das beurteilen kann. Schau mal, kannst du hier auf Bestellung gehen? Und dann nimmst du dir eine Kletterausrüstung. Wir haben sowieso noch ein zusätzliches Zelt. Ich habe gesehen, Knorr hat von früher nämlich noch eins gehabt. Dann gibst du hier einfach eins der Enya. So. Ja, gehen sie zu fünft los. Ja. Jetzt ist unsere kleine Enya nicht mehr so klein. Nur noch die zwei kleinen Mäuse da. So. Und sie will gleich Hausaufgaben machen. Okay, dann kleide ich sie schnell um und dann würde ich sagen, gehen wir einfach direkt, auch wenn alle Anfänger sind, los und fangen an zu klettern.
Zinab, Zinab. Gabi was up, Kahuli Rayful. Blub, zi grub, zi grub. So, die kleine Enya ist umgestylt und wir können schon mal die Gruppe... Ach, Samira, frag doch nicht deine Schwester vermutlich oder Valencia. Ja, die ist auch deine Schwester um Rat, weil die haben keine Erziehungsfähigkeit. Frag doch die Omi oder Mama oder Papa. Naja, Samira sagt nicht klug genug. Ich habe versucht, meine Hausaufgaben zu machen, aber die letzten Aufgaben waren wirklich schwer. Vielleicht bin ich einfach nicht klug genug, was meinst du? Arbeit daran, Übung macht den Meister. Ja, es geht leider nur eins, weil die Erziehungsfähigkeit so schlecht ist. So, zusammen hier hingehen. Kinders, ihr könnt eigentlich die Zeit nutzen, ihr zwei Mädels. Schlitten fahren mit, fortlaufend. Ja, geh mal mit deiner Schwester ein bisschen Schlitten fahren. So. Und du, meine Liebe? Nein, du gehst nicht in Forum provozieren. Und hier den Laptop stehen, stopfen wir hier bei der Annie rein. So. Du gehst ins Bett. Wo ist denn dein Bett? Oben. Du gehst schlafen. So. So. Und alle anderen gehen schon mal los. Wegen Klettern und so. Hier unsere Cowboys und so. Ich habe ihnen jetzt extra nochmal andere Outfits gegeben. So, weil hier fängt man ja an. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Es ist bei mir schon ein Jahr her oder so, seit ich zum letzten Mal auf den Gipfel bin. Bedingungen auf dem Mount Komarebi überprüfen. Das kannst du schon mal machen. Und wer ruft denn hier Debbie an? Laila, ihre Schwester. Plaudern. Ja, okay. Fortlaufend. Belastungsgrenze. Ja, geht da mal üben.
Bedingungen sind gut, der Schnee ist nahezu perfekt, der Zeitpunkt ist perfekt, um an Outdoor-Aktivitäten teilzunehmen. Ja, du kannst hier trainieren. Die Debbie kann hier trainieren. Die Oma kann hier auch mal trainieren, ist schon eine Weile her. Hä? So, habe ich alle? Valencia, trainieren. Ja, ich müsste alle haben. Hä? So. Jetzt muss ich mal schauen. So, weil wir sollten vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen. Warme Speise und Getränke. Warte, die Oma muss nicht trainieren. So, am besten ein bisschen sowas, was nicht vergammelt. Das ist auch ganz günstig. Ja, ich sehe mal 20 mit. Das ist eh viel zu viel. Aber egal. Ist ja nicht so, als wäre die Familie arm, hä? So. Bitte komm raus. Ja, hat alles funktioniert. Was gibt es hier? Krimskrams. Oh, ich will Krimskrams kaufen. Wegen, ja, falls wir uns verletzen, sollten wir vielleicht was dabei haben. So, Digitalkamera. Wir haben Kameras und so. Wundsalbe. Ja, nimm mal hier ein paar mit. So, die Oma in ihrer Weisheit. Wir nehmen von allem einfach mal was mit, oder? So. Wie, du kommst nicht raus. Hat funktioniert. Willst du noch Kapseln für deine Enkelinnen kaufen? Die freuen sich doch. Kaufst du gleich zwei, oder? So, und jetzt noch eine, damit keine Eifersucht entsteht. Ja, die anderen sind wahrscheinlich schon ein bisschen zu alt. Oh nein, kommt es nicht raus? Schütteln. Gib uns unsere Sachen. Ah, hat funktioniert. Aha, Nalani hat einen Sieg gegen ihren Feind, den geizigen Verkaufsautomaten, errungen. Die zuvor versteckenden Einkäufe befinden sich jetzt in ihrem Inventar. Vielleicht macht sich der Verkaufsautomat jetzt ein paar Gedanken darüber, was er getan hat. Ja, das soll er ruhig. So. Ihr habt alle aufgehört hier, hm? Ja, mach hier Belastungsgrenze. Du bist ja schon recht gut hier. Und ihr trainiert hier mal, meine Lieben. Vielleicht solltet ihr eure Kletterausrüstung aber auch anziehen. Geht nicht. Ich glaube, das kommt dann erst nachher, wenn es dann richtig losgeht. Da war gerade Yama-chan. So, unsere Gruppe ist jetzt hier schon mal bei dem Hang, wo das alles anfängt. Ich musste sie erst ein bisschen leveln lassen, darum sind 2 Tage vergangen. Aber sie haben nichts anderes gemacht, außer klettern, 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 klettern. Einmalig. Normal klettern. Einmalig beherzt klettern. Ja, geht ihr schon mal hoch. Valencia kann hier versuchen zu klettern und die Enya wartet noch, weil die können nicht zu zweit an so eine Wand klettern. Und die Debbie wartet auch noch. So, Kenua ist oben angekommen. Dann kann jetzt die Enya schon mal hoch. Kletterausrüstung haben sie alle an. Zelt haben wir dabei, Essen haben wir dabei. Also die Oma hat das ganze Essen. Oje. Debbie, du kannst es auch versuchen. Versuchen zu klettern. Kann sein, dass sie es noch nicht schaffen. Ich hoffe es mal. Kann auch sein, wir müssen mehrmals die Tour wiederholen, weil es ist schwierig, da ganz hoch zu kommen, wenn man noch nicht Level 10 der Kletterfähigkeit hat. Die Kinder drücken wir hier jetzt einfach weg. Sehr gut, Valencia hat es geschafft. Jetzt noch die anderen zwei, die Debbie und die Enya. Schafft ihr es? Ja, Debbie hat es geschafft. Noch die Enya. Komm, Enya. Du schaffst das. Du bist toll. Ja, du kannst sicher gut klettern. Fast hast du es. Nicht runterfallen. So, sie hat es geschafft. Ja, die Debbie ist krank geworden, aber wir nehmen sie jetzt einfach mit. Jetzt muss sie da durch. Ja, ja. So, wir sind oben angekommen. Dann müssen wir jetzt hier das Ereignis starten, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? So, Ereignis planen. Die Oma macht das, weil sie hat sowieso die ganzen Lebensmittel und so. So, eine Runde haben wir bereits. So, wir wollen eine Bergtour machen. Das ist es. Bergtour. Der Bergführer. Oder nehmen wir doch den Knur als Bergführer. Oder der hat, glaubt, das höchste Level.
Tourmitglieder. Wir nehmen die Enya, den Kanoa, die Valencia und die Nalani und die Debbie. Debbie geht nicht. Nalani geht auch nicht. Kann sie sich selber wählen? Ja, kann sie. Moment, wir tun dann, weil die Nalani klettern nicht gern. Dann bleiben Nalani und Valencia hier, wenn man nicht so viele Leute mitnehmen darf. Die Enya hat ja ein Zelt. Ja, Enya hat ein Zelt. Dann geht der Papa mit seinen Töchtern allein klettern. Die Valencia hat ein Zelt. Okay, Zelte haben wir genug. Dann tun wir kurz hier die ganzen Sachen dem Knoa geben. Alles, was geht. Die Sachen gehen leider nicht. Ja, okay. Hat sie rübergegeben. Lebensmittel und so, oder? Zeig mal, Knoa. Haben wir jetzt Lebensmittel dabei? Wir haben... Ja, Maissuppe hat er dabei. Genau, und ein bisschen Früchte und so haben die auch noch. Okay, dann lassen wir die zwei einfach hier. Dann tut der Papa hier die Bergtour machen. Ereignisplan. So, dann lassen wir die anderen einfach hier stehen. Die gehen dann wieder heim. Komm, hör mal auf, hier mit deinen Töchtern zu plaudern. Dann macht der Papa ein bisschen Zeit mit den Kindern. Und Debbie ist krank, die bleibt dann da. Und die Nalani sagt, ich habe keinen Bock. Dann sagt halt der Kanoa, okay, dann gehe ich halt ganz alleine mit den Töchtern. So, nehme deine Kinder mit. Die Enya und die Valencia. Enya sieht total wie Marceline aus. Warum muss ich einen Ort wählen? Okay, wir wurden jetzt zum Onsen runtergeschickt. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht sollte man das nicht da oben anfangen. Ja, egal, dann müsst ihr halt hier... zusammen hier hingehen. Beeilt euch, weil die Tour läuft ja immer nur kurz. Das ist doof. Wieso darf man nicht dort oben direkt starten? Ja, Debbie kann schon mal runterklettern. Nalani darf auch runterklettern. Hier, hört auf zu reden. Geht hier mal runter. Geht nach Hause, bitte. So, Kenoa. Beherzt klettern. Die Valencia versucht hier schon mal zu klettern. Und die Enya muss aufs Klo. Okay. Oh, Knoa ist runtergefallen, der Arme. Enya, du musst versuchen, hier zu klettern. Schafft ihr's? Warte, Knoa, hast du keine Ausrüstung an. Er ist zwar gut im Klettern, aber ich hätte nicht gern, dass er welche anzieht. Ich finde hier keiner. Hier ist sie. Warum hast du die denn ausgezogen? Aber ich glaube, die ziehen die zum Baden dann immer aus. So, einmalig. Vorsichtig klettern. Mach hier trotzdem vorsichtig. Scheint hier heute etwas glatt zu sein. Debbie geht schief von, wie es ausschaut. Nein, lass die Debbie in Ruhe. Valencia, versuch es bitte nochmal. Oh, die Enya hat sich wehgetan. Windel weiß geprügelt, weil sich verletzt hat. Aua, Enya wurde vor kurzem schwer verletzt. Und tut sich selbst ein bisschen leid. Was hast du hier schwer verletzt? Au. Genua kann sich schon mal die Wandermarkierung hier zu Rate ziehen. Teilnehmer müssen da hoch. Komm, nee, die Enya rennt weg. Ich helfe der Enya, ich cheate jetzt hierher teleportieren. Sonst wird das nämlich nie was. So, wir sind schon mal hier oben angekommen. Das ist immer so etappenweise. Kletterbereitschaft der Teilnehmer prüfen. Der Knoa ist der Bergführer. Also soll er die Kletterbereitschaft von der Enya mal prüfen. Obwohl die Kletterbereitschaft bei den Mädels hier... ja, bei Enya ist sie sehr gering gerade, weil sie sich wehgetan hat. Prüfen wir mal hier die Kletterbereitschaft von der Enya. Kannst du nicht. Warum nicht? Kletterbereitschaft prüfen? Geht nicht. Okay, dann gehen wir auf Weitermachen, wenn es nicht geht. Vielleicht, weil die schon Gold bekommen haben. Bereit, den Berg weiter zu erklimmen. Oh ja, wir sind bereit. So, wir sind beim nächsten Ziel. Also ja, wie gesagt, das sind Etappen immer. Und du hast immer Zeit, das zu machen. Und wenn nicht, dann musst du wieder bei der Klettertafel, glaube ich, anfangen. Ja, wir werden viel Pause machen müssen und die Mädels üben lassen, weil die noch nicht Level 10 haben. Aber ich fand das blöd, dass man da erst 7 Wochen lang die Sims leveln lassen muss. So. Also wir sollen
Teilnehmer in der Bergtour-Dings da wieder versammeln. Das ist hier oben, ha? Den Teil hier schaffe ich meistens nicht so gut. Bedingungen der Kletterroute prüfen, eine Steinwand erklimmen. Einen Sim mindestens eine Stunde ruhen lassen. Ich würde sagen, ihr klettert da gleich wieder hoch. Versuchen zu klettern. Schafft ihr das jetzt, zwei? Die Enya hat aber noch Hunger. Gibst du der Enya mal bitte ein Essensding? Gib ihr Alkohol. Oh, Nektar. Ja, dabei. Nein, das machen wir nicht. Wir geben den Kindern hier kein Alkohol. Aber dann würde sie sicher nicht mehr meckern. Wo hast du denn dein Essen hier? Bin ich gerade blind? Ich muss mir auch mal diese Mod raussuchen, um den Inventar hochklappen. Man sieht hier so wenig und wenn der Inventar so groß ist, ist das echt ärgerlich. Gewürze hast du hier. Und hier der Nektar wieder. Hier ist das Zeugs. Gibst du der Enya eine. So. Ja, Kanua soll hochklettern, dann könnt ihr zwei hier auch essen. So, und die Enya kann das hier schon mal trinken. Meist super ist das. Und dann versuchst du da auch zu klettern. Hier, die Enya. Die wie Marceline aussieht. Du siehst wie deine Tante aus, meine Liebe. Ich finde das toll, dass diese Ähnlichkeit immer wieder auftaucht. Die Valencia ist irgendwie genauso. Eine Mischung aus Mama und Papa. Und dann die Haare vom Opa. Das finde ich so süß. Und der Knoa sieht aus wie seine Mama. Stil beeinflusst. Nein, wir wollen die Karriere nicht wechseln. Er ist ja glücklich als Meeresbiologe. Oh, wie die ihm alle hinterher trotten. Ich muss ein Bild machen, wie hier unsere ganz tapferen Sims klettern. Brauche ich sowieso fürs Thumbnail. So schöne Bilder. Schön, dass die ein bisschen Familienzeit haben. Ich wollte das sowieso immer mal schon machen mit Lucien, Nalani, Knoa, Jake und Marceline. War Marceline damals eben auch im Urlaub? Nö, ich glaube nicht. Aber mit den Vieren auf jeden Fall. Aber es ist nie was geworden. Und jetzt, wo die Lucien nicht mehr ist, macht der Conor das mit seinen Mädels dafür. Wenn wir es denn schaffen. Und keiner drauf geht. Enya, ich dachte, du isst mal hier deine Maissuppe. Du kannst doch nicht mit der Maissuppe klettern. Okay, dann ist halt, wenn du oben bist, so wie die anderen zwei. Oh, Enya runtergefallen. Ja, trink doch jetzt mal deine Suppe, Enya, wenn du Hunger hast. Komm. Nee, die will unbedingt erst hoch. Okay. So, Knur hat's geschafft. Der Knur darf. Soll er mal Nektar trinken? Ein Kaffee hat er auch dabei. Müsst ihr hier mal dein Zelt aufstellen? Jetzt hat ja jeder ein Zelt irgendwie. Schlafsack? Kann man alles nicht aufstellen? Geh mal dahin. Warum hast du einen Roboter im Inventar? Oh, Mädels. Valencia hat's aber fast. Ja, sehr gut. Dann kannst du auch dahin gehen, wenn du oben bist. Und Enya hat's auch. Jetzt fällst du sicherlich mal runter. Ja, sie hat's auch geschafft. Sehr gut. Ha, ganz ohne Sicherung. Wobei man die Kletterausrüstung ist bestimmt auch mit Seilen und so, dass man da nicht zu Tode verunglücken kann. Jedenfalls fast nicht. Es ist ja trotzdem möglich. Nein, 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 du wartest hier mal. Du liest hier mal diese Sachen. Oh, hier oben gibt es keinen Busch, hä? Warum stellt man denn hier oben nicht auch ein Zelt in den Busch hin? Das Zelt haben sie da unten ja platziert. Aber man muss so viel Zeit investieren, wenn die Sims nicht so gut im Klettern sind, um hier überhaupt hochzukommen. Plus der Schnee, der macht sie langsam. Warum tut man denn hier nicht im Busch hin für Sims, die warten? Wenigstens rennen die nicht davon. Valencia, hast du was zu essen? Nö. Ja, platzier das mal kurz hier. Entspannen. Ja, Knur, du musst aufs Klo, ich weiß. Du wirst sie ja in die Hosen machen, es geht nicht anders. Es tut mir sehr leid. Trink hier mal eine Suppe. Oh, hier kommt auch ein Schneesturm. Papa macht sich jetzt in die Hosen, es geht nicht anders.
Oder wir gehen schnell weiter. Und okay, zu spät. Ich dachte, wir gehen schnell weiter. Da ist sicher wieder ein Busch. Ja, aber keine Uhr. Und die Mädels fragen sich dann sicher, warum stinkt denn unser Papa? Aber er hat zum Glück Wasserflaschen. Sehr gut, dass wir die gekauft haben. Hier auf die Kleidung drauf. Ja, genau. Aber die ist auch dreckig geworden. Jetzt bist du nass dafür. Du willst hier jonglieren üben. Sollen wir hier noch kurz ausruhen, oder? Bevor wir weitergehen. Und die Anne hat immer noch nicht ihre blöde Suppe gegessen. Hast du die Suppe denn überhaupt noch? Nö. Hast du sie verloren oder bist du schon wieder hungrig? Ja, gib hier eine Suppe rüber. Die Valencia kriegt auch eine. Der Knorr gönnt sich ja noch einen Wein. Trink deine Suppe, meine Liebe. Ja, sehr schön machst du das. Campingausflug mit der Familie und der Knorr greift dir zur Flasche. Ja, also ich hab's ihm gesagt, ich finde das jetzt gerade lustig. Ich meine, nachdem man die Hosen gemacht hat, muss man sich schon ein bisschen was gönnen, oder? Knorr? Ja. Den Mist, den ich den Sims hier wieder beibringe. Ja, geh ruhig ins Zelt, Anya. Der Papa säuft hier draußen noch eins. So. Sie mindestens eine Stunde ausruhen lassen, aufwecken. Du kannst die anderen wecken? Nö. Achso, er kann nicht ins Zelt rennen. Ja, er hat es aber gerade auch nicht nötig. Sing hier ein bisschen. Kannst du dann in der Singfähigkeit leveln? Er kann sowieso relativ gut singen. Hast du überhaupt schon Level 10 beim Singen? Ja, hat er. Oh. Ja gut, er macht hier schöne Musik. Ja, schlaft zwei vielleicht etwas. Die Valencia könnte eigentlich auch mal was essen. Hier, trinke deine Suppe. Komm hier mal raus. Kann hier Papa mal kurz reingehen? So, aber jetzt muss sie langsam auch aufs Klo. Nee, du bleibst hier. Hier hingehen. Jetzt scheuchen wir die anderen zwei wieder raus. Jetzt gehen wir nämlich schon mal weiter. Komm raus, Anya. So, wir gehen jetzt schnell weiter. Bevor die in die Hose machen. Nein, ihr dürft nicht mit dem Schnee spielen. Tu hier das hier wieder ins Inventar. Wir tun das nicht hier lassen. So. Nein, nein, nein. Ihr kommt jetzt alle hier hin, bevor einer in die Hosen macht. Wir wollen nicht wieder Papa enden, oder? Ach, ich gehe jetzt auf weitermachen. Die rennen hier ständig weg. Ja, wir wollen weitermachen. So. Wo sind wir denn hier? Ich sehe vor lauter Schnee nichts mehr. Gibt es hier einen Busch? Ja, hier gibt es einen Busch. Schaut mal. Kommt mal her. Hier gibt es auch ein Feuer. Wer muss dringend aufs Klo? Enya. Und dann kann ich kochen. Wie ein Champion pieseln. Kenua macht hier mal ein Feuerchen. Die Valencia kann schon mal hier hingehen. Ja, hier im größten Schneesturm die armen Sims. Kenua ist doch mehr, Jungmann. Du könntest doch das Wetter eigentlich mal schöner machen. Nee, geht nicht. Ah, die haben es im Gebirge extra weggemacht. Ja, die wissen schon warum, weil Menschen wie ich da gecheatet hätten. Ja, man soll da halt nicht klettern können, wenn es so stürmt und so. Also es geht schon, aber ja. Mach hier mal ein Feuertanz, dann hast du hier ein bisschen Unterhaltung noch dabei. Enya? Du machst keine Kochen, du gehst ja jetzt sofort aufs Klo, weil deine Schwester muss auch. Warum hast du denn jetzt Müll? Du willst etwas ins Feuer werfen, oder wie? Jetzt hast du es dahin geworfen. Okay, jetzt liegt da der Müll halt. Was sind das für Beeren? Alles ernten. Okay, Noah hier. Ja. Zeig hier den Mädels mal, wie das geht hier als Inselbewohner. Oh, du findest es toll. Zusammen tanzen. Aber die Valencia muss auch noch aufs Klo, das mache ich noch schnell. Nee, du kannst nachher da. Geh auch mal bestäuben, auch wenn es da schon stinkt da drin. Ab in den Busch. So. Was macht ihr da jetzt? Zusammen Feuertanz. Hui. Valencia macht auch mit. Und die Anya brennt. Okay, sie hat aufgehört zu brennen. Ja, und mit dieser coolen Szene hier, mit Kenua, der Feuertanz macht und Valencia, die hier abhauen will,
Komm bitte her, Valencia. Tanz hier auch ein bisschen. Beende ich die heutige Folge, auch wenn es gerade so spannend ist, aber sie wird mir sonst einfach wieder viel zu lang. Sie ist wahrscheinlich auch so schon mega lang geworden. Es tut mir leid, ich weiß, ihr mögt lieber auch kurze Folgen. Ja, ich bin gespannt, wie es beim nächsten Mal hier weitergeht. Ich hoffe, wir schaffen es dann, da noch hochzuklettern. Sonst müssen wir wieder, glaube ich, eine zurück oder ganz zurück irgendwie. Ja. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nein, geht hier nicht immer weg. Zusammen hier hingehen. Und viel Spaß, falls jetzt auch selber spielen geht oder ein anderes Video eurer Wahl anschauen geht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!